Hey, was geht? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank dafür. Falls ihr das Video heute am Dienstag guckt, dann einen wunderschönen zweiten Weihnachtsfeiertag euch. Falls ihr es an irgendeinem anderen Tag guckt, dann einfach nur einen wunderschönen Tag. Kurze Info, es ist heute der zweite Weihnachtsfeiertag. Ich habe am Samstag Geburtstag, am Sonntag ist Silvester, am Tag danach logischerweise der Tag nach Silvester, wo man sich vielleicht ein bisschen erholen muss. Ich werde versuchen, Videos vorzubereiten, dass ich an allen drei Tagen Videos habe. Falls ich es tatsächlich nicht schaffe, einfach von der Zeit her, dann seid mir bitte nicht böse. Dann versuche ich vielleicht die Tage danach einmal zwei Videos hochzuladen. Ich werde alles versuchen, was ich kann, aber wie gesagt, wenn ich es nicht schaffe, verzeiht mir. Dazu noch eine kleine Nachricht. Ich mache eventuell ein neues Q&A, also wo ihr Fragen stellt, ich antworte drauf. Wenn ihr wirklich noch Fragen habt, die euch irgendwie interessieren, zu Football, zu mir, zu YouTube, was weiß ich, stellt sie mir entweder hier in den Kommentaren oder auf Twitter. Link ist in der Beschreibung und jetzt hier eingeblendet. Ich werde die Twitter-Fragen erstens früher sehen und zweitens werden die auf jeden Fall ins Video kommen. Also wenn ihr mich was über Twitter fragt, dann werden die 100%ig im Video erwähnt und thematisiert. Vielleicht auch ein bisschen ausführlicher. YouTube-Kommentare werde ich vermutlich trotzdem noch reinnehmen. Einfach wenn es ein bisschen eine Zeitfrage ist, dann lasse ich vermutlich zuerst YouTube-Kommentare raus und beantworte die dann im nächsten Q&A. Also wenn ihr Fragen habt, immer nur her damit. Vielleicht dann am Samstag oder Sonntag kommt das Video raus. Danke. Wir sind hier, um auf den letzten Spieltag zurückzugucken. Gott sei Dank noch nicht den letzten der Saison, sondern einfach nur den letzten in der Zeit, der stattfand. Das war Spieltag Nummer 16 und ja, doch leider ist es der vorletzte Spieltag für die meisten Teams. Nur sechs Teams aus jeder Conference, also 12 Teams insgesamt, kommen ja in die Playoffs. Ja, mit meinen Tipps von letzter Woche lag ich wieder so okay. Also es war 10 und 6. Ich hätte lieber ein, was weiß ich, 12 und 4 gehabt oder was weiß ich. 10 und 6 in der NFC zum Beispiel ja auch dieses Jahr gerade so dieser Grenzwert, kommt man in die Playoffs, kommt man nicht in die Playoffs. In der AFC wäre ich damit drin, also bin ich so halb zufrieden. Um als erstes über ein paar Spiele zu reden, muss ich natürlich zu dem Team, was eventuell die 0 und 16 Saison schaffen kann. Die Browns haben 3 zu 20 gespielt und damit logischerweise verloren gegen die Bears und haben jetzt nur noch eine Chance, um nicht das zweite 0 und 16 Team in der Geschichte der NFL zu sein. Das erste natürlich die Lions, bevor Matthew Stafford dann kam. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es passiert, aber inzwischen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, denn in Woche 17, in der letzten Chance der Browns, spielen sie gegen die Steelers. Die Steelers, ja, sind schon durch, aber ich denke nicht, dass die Steelers so viele Spieler schonen werden und so einen Gang rausnehmen werden, dass die Browns dann eine wirklich echte große Chance haben. Eine kleine Chance ist immer da in der NFL, aber ich sehe es nicht kommen und damit hätten wir das zweite 0 und 16 Team. Die Browns könnten ihre Parade da durchführen in der Stadt und hätten in 2 Jahren genau einen Sieg. Das wäre schon eine echte Leistung. Zweites Spiel, über das ich rede, war ein sehr wichtiges Spiel diese Woche. Falcons gegen Saints. Hat mich natürlich eigentlich sehr gefreut, dass die Saints gewinnen, aber dann haben die Lions alles versaut. Also es ist mir jetzt komplett egal, quasi im Nachhinein. 13 zu 23 ging das Spiel aus. Waren nie wirklich in Gefahr, war ein spannendes Spiel, aber ja, die Red Zone Offense der Falcons war ein bisschen das Problem. Sie haben es mehrfach nicht geschafft, aus den letzten 5 Yards dann in die Endzone zu kommen. Einmal mit einem Fumble, mit einem Turnover, das andere Mal mit einem Turnover und Downs, einfach weil sie beim vierten Down nochmal versucht haben, in die Endzone zu kommen und es nicht geschafft haben. Und damit ist es dann letztendlich auch irgendwann verdient gewesen. Also die Defense der Saints hat sich vom letzten zu diesem Jahr definitiv sehr gemacht. Also es ist viel stärker geworden. Die Saints sind definitiv bereit für die Playoffs. Drittes Spiel, über das ich rede. Jaguars haben gespielt gegen die 49ers und meine Fresse, was für ein Spiel. 33 zu 44. Beinahe wären die Jaguars am Ende nochmal rangekommen. Und beim letzten Carry, wo sich quasi entschieden hat, kriegen sie den Ball nochmal wieder oder nicht. Ein First Down hätte gereicht für die 49ers. Gab es dann einen Touchdown für Matt Breida. Spielt er auch in der Franchise mit. Falls ihr die noch nicht kennt, könnt ihr auf meinem Kanal mal gucken. Sind viele Franchise-Videos von Madden 18 mit den 49ers. Matt Breida spielt da nicht so eine große Rolle, aber vielleicht ja in Zukunft ein bisschen mehr. Aber dieser Jimmy Garoppolo, ich habe es ein bisschen bezweifelt, aber der sieht echt verdammt gut aus. Also ich gehe jetzt nicht mit Leuten mit, die sagen, ja, die 49ers gewinnen nächstes Jahr den Super Bowl, keine Frage. Das ist Quatsch, dafür ist die NFL viel zu gut, einfach vom Durchschnitt der Teams her und viel zu unberechenbar, da bin ich absolut nicht dabei. Aber die haben ein starkes Team nächstes Jahr und
man sollte sich nach dem Ende dieser Saison definitiv den Anspruch Playoffs stellen, meiner Meinung nach, wenn man die 49ers ist. Die Jaguars haben Schwäche gezeigt und das ist ein Problem. Wenn du als beste Defense der Liga am vorletzten Spiel, wenn du eigentlich schon sicher in den Playoffs bist, sie haben vor dem Spiel sowieso schon die Division gewonnen gehabt, dadurch, dass die Tennessee Titans verloren haben, dann solltest du keine Schwäche zeigen. Und gerade auf der Seite des Balls, wo eigentlich angeblich deine Stärke liegt. Ich weiß, dass sie schlechte Positionen gekriegt haben, als Defense ein schweres Spiel hatten, weil Blake Bortles wieder gespielt hat wie Blake Bortles. Aber letztendlich darf man so ein Spiel nicht verlieren und du darfst auf jeden Fall keine 44 Punkte zulassen gegen die 49ers, egal wie gut Jimmy Garoppolo spielt. Und das letzte Einzelspiel, über das ich noch reden möchte, Seahawks, Cowboys, 21-12. Beide Quarterbacks haben letztendlich Quatsch gespielt. Also Russell Wilson war zwar der Leading Rusher, hat also die meisten Laufyards in seinem Team gehabt, aber hat dafür nicht mal 100 Passing Yards gehabt. Klar, zwei Touchdowns, ein Quarterback-Rating von über 100, aber gegen eine Cowboys-Defense wäre da definitiv noch mehr gegangen. Ezekiel Elliott kam zurück, keine 100 Rushing Yards, ich glaube 24 Carries für 97 Yards, also ziemlich genau ein Durchschnitt von 4. Perfekter Durchschnitt von 4 pro Lauf wären 96 gewesen natürlich. Hat dazu noch ein paar 20 Yards gefangen, wurde aber auch, ich glaube, 7-mal getargetet oder sowas. Ist als Running Back schon extremst häufig eigentlich. Und dieses ganze Spiel, der ganze Gameplan der Cowboys ist nicht aufgegangen, sind verdient nicht in den Playoffs. Ich sag, in der NFC momentan steht jedes Team in den Playoffs verdient und alle Teams, die nicht in den Playoffs sind, sind auch verdient nicht drin. Seahawks sind so an der Grenze, aber die hatten zu viele Spiele, wo sie wirklich absolut unterirdisch gespielt haben, zumindest auf einer Seite des Balls. Deswegen würde ich es beinahe besser finden, wenn die Falcons reinkommen, als wenn die Seahawks reinkommen. Aber es sind beides gefährliche Teams für die Playoffs. Also, obwohl die Lions raus sind oder vielleicht gerade weil die Lions raus sind, bin ich extremst heiß auf die Playoffs momentan. Egal, ob da nur die Seahawks reinkommen oder die Falcons. Gerade auf der NFC-Seite sind nur starke Teams drin, meiner Meinung nach. Ja, die Cowboys wieder mal ein Spiel gehabt, wo eigentlich sich gezeigt hat, dass Dak Prescott nicht der Quarterback sein kann, meiner Meinung nach. Er läuft gut, er wirft nicht gut. Er hat manchmal Spiele drin, wo er gut wirft, aber er hat auch in diesen Spielen dann 2-3 Würfe drin, wo er offene Receiver hat und die einfach verfehlt. Und sowas sollte nicht passieren, wenn du ein komplett gesunder NFL-Quarterback bist. Ich weiß, dass seine Stärke nicht so das Passspiel ist und auch nicht sein muss unbedingt, aber offene Receiver musst du treffen, egal welcher Quarterback in der NFL du bist, die musst du treffen. Die musst du schon im College treffen, also da führt kein Weg dran vorbei. Da kriegt er bestimmt auch ordentlich Ärger, wenn sie sich danach nochmal die Filme angucken, in der Woche danach, aber wie gesagt, das muss er in den Griff kriegen. Er muss, glaube ich, an seiner ganzen Technik ein bisschen arbeiten, könnte er in der Offseason jetzt machen, wo sie definitiv nicht in die Playoffs kommen. Ich weiß nicht, nächstes Jahr, ich sehe nicht so wirklich den Trend nach oben für die Cowboys wie jetzt für ein paar andere Teams. Die stagnieren mir ein bisschen auf einer Ebene. Also sie trenden nicht nach unten, aber nach oben auch nicht wirklich. Wenn du dann natürlich auch noch einen Pick 6 wirfst im Spiel, wird es nicht leichter. So, damit sind wir mit den Spielen durch, über die ich reden möchte. Wenn ihr zu irgendeinem Spiel noch irgendwas sagen wollt und eine Frage an mich habt, lasst mich in den Kommentaren oder auf Twitter wissen. Auf Twitter sehe ich es vermutlich ein bisschen schneller, falls es wirklich dringend ist für euch. Und damit direkt zu den Playoffs. Sie sind in der AFC und auf Platz 1. XYZ heißt, sie sind safe in den Playoffs, das ist X. Y heißt, sie haben ihre Division geklärt. Und Z heißt, sie haben ganz sicher in der ersten Woche eine Bye Week. Ist bei beiden, also sowohl bei den Patriots als auch bei den Steelers, die haben sicher Platz 1 und Platz 2. Dahinter haben wir auf Platz 3 die Jaguars, dahinter die Chiefs, dann die Ravens und dann die Titans. Bei den ersten vier Teams ist das Witzige jetzt, dass in Woche 17 überhaupt keine Division geklärt wird, weil die alle jetzt schon geklärt sind. Die Chiefs haben ihre Division gewonnen, die Jaguars haben die Division gewonnen, die Patriots haben die Division gewonnen und die Steelers haben die Division gewonnen. Und die Titans müssen noch ein bisschen Angst haben, denn da können sowohl die Bills als auch die Chargers können noch rein. Und ich denke nicht, dass die Titans das letzte Spiel gewinnen werden, es geht ja gegen die Jaguars. Deswegen ein bisschen aufpassen müssen sie da, definitiv. Ravens eigentlich durch. In der NFC haben wir die Eagles auf 1, die Vikings auf 2. Bei den Eagles ist nicht nur XYZ, sondern auch dieses Sternchen dahinter. Das bedeutet quasi, sie sind definitiv schon das beste Team in den Playoffs in der NFC, haben also schon Home Field Advantage, heißt das. Das bedeutet quasi auf Deutsch so viel wie
Heimfeldvorteil. Also sie werden jedes Playoff-Spiel, bis sie ausscheiden, in ihrem Stadion spielen. Außer natürlich dem Super Bowl. Den allerdings könnten ja die Minnesota Vikings in ihrem eigenen Stadion spielen. Wenn sie in den Super Bowl kommen, wären die Vikings tatsächlich das erste Team, was nicht nur einen Super Bowl im eigenen Stadion gewinnen könnte, sondern was überhaupt einen Super Bowl im eigenen Stadion spielt. Das ist auf jeden Fall was, wofür es sich zu kämpfen lohnt, um mal diesen schönen alten Filmspruch rauszukramen. Und ich sehe es passieren, es könnte durchaus passieren für die Vikings. Auf 3 haben wir die Rams, wirklich stark. XY seht ihr schon, also die Seahawks können da nicht mehr dran vorbei. Die Rams haben auch ihre Division geklärt. Und dann haben wir die Saints, die Panthers und die Falcons in der NFC South. Die Panthers und die Saints können beide noch die Division gewinnen. Wenn beide ihre jeweiligen Spiele gewinnen oder verlieren, gewinnen die Saints die Division. Wenn nur die Panthers gewinnen und die Saints verlieren, gewinnen die Panthers die Division. Falcons müssen letzte Woche gewinnen gegen die Panthers, um sicher in den Playoffs sein zu können. Ansonsten könnten da die Seahawks noch ran. So, das war's mit den Playoffs. Jetzt schnell noch zu meinen Spielern der Woche. AFC Offensiv, war nicht so viel los wirklich. Hab mich entschieden für Dion Lewis. 153 Yards natürlich, kombinierte Lauf- und passgefangene Yards und 2 Touchdowns. Ist natürlich ein starkes Spiel, aber da haben wir schon deutlich stärkere Performances gesehen. Defensiv in der AFC, Pick 6 an Tom Brady, hat ihm den Platz hier beschert. Jordan Poyer, ein Interception, ein Touchdown, das ist ja logischerweise ein Pick 6 für 19 Yards gegen Tom Brady. Und die war echt stark gemacht, ist von seiner Coverage weg, ist nach vorne geschnellt quasi, hat sich den Ball abgefangen, hingefallen, aufgestanden, Touchdown. In der NFC-Offensive mein Spieler der Woche und gleichzeitig auch mein MVP, wenn ich ganz ehrlich bin. Todd Gurley, 276 Yards, auch hier wieder kombiniert. 118 Yards, glaube ich, und 158 Laufen und Fangen in der Reihenfolge. 2 Touchdowns und 32 Touches insgesamt. Also 22, glaube ich, Laufversuche hatte er. Dazu noch 10 Pässe gefangen. Stark, ist für mich wirklich der MVP, der Most Valuable Player, also der wertvollste Spieler dieser Saison. Definitiv. In der NFC-Defensive haben wir dann Dante Johnson, genau wie Jordan Poyer, eine Interception, ein Touchdown. Allerdings für 50 Yards und der war wirklich gut. Ich weiß, dass es gegen Blake Bortles war, also vielleicht nicht so viel zählt, aber an sich ein wirklich guter Pick. Pick 6 ist immer krass und hat in dem Spiel mit vielen Punkten halt am Ende auch wirklich was gebracht. So, das war's mit diesem Video. Ich bin wieder durch. Wir haben auf Spiele zurückgeguckt. Wir haben uns meine Spieler der Woche angeguckt und wer zurzeit in den Playoffs steht und wer da noch reinkommen könnte. Denkt ans Q&A, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, in die Kommentare oder natürlich auf Twitter, wenn ihr 100% sicher sein wollt, dass es im Video ausführlich thematisiert wird. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. In Zukunft, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, damit ich weiß, wie ich das in Zukunft machen soll mit den Videos. Und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Video wieder. Ciao.